Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Letztes Mal haben wir etwas mit den Karten gespielt. Und heute setzen wir uns endlich in den Zug nach Timber. Dazu bezahlen wir es erstmal und steigen dann schnell ein. Ja, hier muss man natürlich weitergehen. Das geht natürlich nicht automatisch, wie ich gerade angenommen habe. So, und hier einfach da rein. Und dann geht die Fahrt auch schon los. Hoffentlich. Während die Katze wieder meinen Platz vor der Tastatur okkupiert. Ja, mich abschleckt. Naja, wichtig ist vor allem, wir haben jetzt, bevor wir nach Timber gegangen sind, letztes Mal noch einige Karten gewandelt. Das ist sehr wichtig, vor allem deswegen, weil wir dadurch ziemlich stark werden, vor allem mit dem Stärke plus 60 und nachher dann noch, was ich zeigen werde, was wir für Diablos lernen werden. Gar nicht mal so unwichtig. Ich habe es vielleicht eh schon hergezeigt, aber ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern. Und ich bin zu faul, mir meine Videos anzusehen. Okay. Cell freut sich sehr darüber, dass er jetzt im Zug ist. Ja genau, das ist... Komischerweise ist das jedes Mal anders. Also, jedes Mal, wenn man mit dem Zug fährt, ist die Prozedur, um weiterzukommen in der Story, etwas anders. Entschuldigung, dass es jetzt etwas laut war. Die Katze schiebt gerade mein Mikrofon hin und her. Okay, und hier muss man zuerst die Tür entriegeln und dann... Genau, meine Katze, können wir jetzt wieder weggehen? Komm, und tschüss! Ja, was ich eigentlich sagen wollte... Ja genau, man muss hier die Tür entriegeln und dann gehen beide rein und wir könnten hier noch speichern, brauchen wir aber nicht. Ich mache das sowieso mit meinen Safe States. Ziemlich komfortabler Zug, oder? Also mir gefällt es hier. Lässt sich aushalten, ne? Was ist da los? Okay, das Abteil dürfte noch besser sein als der Gang. Safe steht übrigens auf alles, was irgendwie Transport... Also... Alles, was irgendwie transportiert, also Züge, Schiffe, Flugzeuge, die geht da immer voll ab darauf. Und Cell steht hauptsächlich auf Couchen. Also er steht nicht auf ihnen, sondern er sitzt auf ihnen, aber er steht darauf. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Ist aber so. Hey, wir bekommen automatisch eine Zeitschrift, und zwar Mein Hund Nummer 1. Was die genau bringt, das erkläre ich dann, wenn es wichtig wird. Brauchen wir nämlich jetzt noch gar nicht. Ja, ist ein cooles Abteil. Nein, ich kenne Timber eigentlich gar nicht. Hier können wir uns kurz anhören, was Timber ist. Oh, vielleicht heißt es deswegen Timber, weil es von Wäldern umgeben ist. Timber ist der, das ist der englische Begriff für Holz, ne? Oder zumindest so ähnlich. Ja, und in Timber gibt es offenbar Widerstandsgruppen. Und ich glaube, einer davon müssen wir jetzt helfen. Okay, du kannst nicht viel darüber sagen, aber... Danke für deine Mühe. Oh, Selfie entschließt sich auch. Zurückzukommen. Was ist los mit ihr? Wieso wackelt sie so? Oh, sie ist müde. Okay. Was ist jetzt? Hallo. Was ist jetzt los? Und sie sterben an einem Giftgasanschlag. Oder? Okay, es kommt kein Game-Over-Screen, sondern nur ganz ziemlich coole Musik. Hä? Was? Was ist da los? Laguna? Wer? Was? Wo sind wir hier? Timberwald, aber wir sind noch gar nicht in Timber. Und wer sind die Leute hier? Okay, dann machen wir zur Abwechslung mal einen Zufallskampf. Okay, den zeige ich vor allem deswegen her und vielleicht die nächsten auch, weil die Kampfmusik in den Szenen ist immer sehr toll. Zwar gibt es hier keinen mit einer Gunblade, allerdings
lohnt sich, die Kampfszene zu spielen, alleine schon mit der Musik. Ist auch mein Lieblingstrack auf dem Soundtrack von Final Fantasy VIII. Also, Man with the Machine Gun heißt er, glaube ich. Das war ja nicht der einzige Grund beim ersten Mal durchspielen, warum ich diese Sequenzen immer geliebt habe. Auch wenn jetzt hier am Anfang noch nicht genau klar ist, was los ist. Oh, hier gibt es einen Drawpoint und es brennt hier. Oh, Vita. Ja, ziehen wir halt einmal. Wir brauchen es nicht dringend, aber besser als gar nichts. Und noch ein Kampf. Die Gegner hier sind nicht allzu schwer, also brauchen wir keine GF oder so. Oder wir könnten kurz Diablos hier zeigen. Ah, den habe ich noch nicht gekoppelt. Verdammt. Das wollte ich auch machen. Sonst bekommt er natürlich keine AP. Ja, und die komischen Pilze hier können hauptsächlich zaubern. Und die Heulechse, von denen wir die Karten in Schrauben verwandelt haben, warum auch immer das funktioniert, die kann ich gar nicht so angreifen. Die hätten wir eigentlich auf dem Berg von Dollet auch gesehen. Die habe ich aber, glaube ich, rausgeschnitten. Also sehen wir die zum ersten Mal, glaube ich. Ja, und Laguna macht... Also die Kopplungen werden... Wir haben hier Laguna, Ward und Kyros. Wobei Kyros, der ist mit dem riesigen Anker oder Harpune oder was. Und Laguna ist der mit der Maschinenpistole. Und die... Also ich weiß nicht ganz genau, wie die... Schauen wir gleich wegen Diablos. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Kopplungen ausgetauscht werden. Allerdings... Also bei Diablos wollen wir lernen den Zeitwandler. Das ist schon eingestellt, sehr gut. Wollen wir mal koppeln. Laguna, GF, Diablos. Zeige ich nächstes Mal her. Ich weiß nicht genau, wer mit wem tauscht. Ich weiß nur, Squall tauscht meistens mit Laguna. Und deswegen macht er auch am meisten Schaden jetzt, weil er noch die Stärke gekoppelt hat. Mit den Blizzagas. Mit den Eisgas, Entschuldigung. Und diese grauen Einblendungen, die Texteinblendungen sind natürlich, also die Gedanken von denen, die das träumen jetzt, also falls man das als Traumsequenz sehen will. Also mittlerweile kann man sich schon verraten, dass hier unsere Hauptcharaktere jetzt andere Persönlichkeiten angenommen haben oder träumen oder wie auch immer. Das hat aber einen ganz speziellen Grund und gehört integral zur Story, also unbedingt aufpassen, was hier passiert. Speziell ist mir erst später bewusst geworden, wie wichtig die Szene hier jetzt ist. Also nicht im Wald, sondern später dann. Ich hoffe, wir kommen da heute noch dazu. Ja. Übrigens sind das galbadische Soldaten, die drei. Und Laguna verläuft sich dauernd. Okay. Hier gibt es noch einen Drawpoint. Das ist, glaube ich, Wasser. Ja, das wird Aqua. Können wir ziehen. Ist nicht übermäßig wichtig. Wir haben etwas Besseres zum Koppeln nachher. So, und dann rein in den Wagen und dann geht's auf in die Stadt. Nachdem wir jetzt endlich unseren Panzer oder was auch immer das ist, gefunden haben. Wird nicht unbedingt ein Panzer sein, oder? Weil er hat ja Räder, oder? Panzer haben immer Ketten, oder? Egal. Hey, cool. Wir sind in einer Stadt. Okay. Und wir steigen aus. Das ist ein toller Plan. Okay. Was? Okay. Ziel ist es jetzt... Erstens einmal eine Stau zu verursachen. Wir sehen später noch, welche Auswirkungen das hat. Und zweitens nach rechts zu gehen. Dort kommen wir nämlich, wenn wir weitergehen, noch einen Screen. Hoffentlich. Ich glaube, ich bin jetzt richtig. Ja, genau. Kommen wir zum Galvadia Hotel. Und da wollen wir mal kurz reingehen. Und hinterher auch wieder rausschauen. Also wenn wir gleich wieder rausgehen, dann sehen wir, was wir hier angerichtet haben.
dadurch, dass wir unser Auto mitten in der auf der Straße abgestellt haben. Ja, wir haben nämlich einen riesengroßen Stau verursacht. Aber das macht nichts. Wir gehen uns zuerst mal betrinken. Hier rechts runter die Stiegen geht's zur Bar und auch zum tollen Klavier. Aber wir setzen uns gleich nieder. Oh, oh, das war sicher Selfie. Hoffentlich zumindest. Ich hoffe nicht, dass das Squall oder Cell waren. Das mit dem Traummann. Okay, setzen wir uns nieder. Ja, und wir saufen mal, bis wir umfallen. Allerdings erst nächstes Mal, wenn es da heißt, Let's Play Final Fantasy 8. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.